Er hat es ja schon angedeutet, wir wollen heute weitermachen. Wir haben letzten Sonntag begonnen, uns Gedanken zu machen darüber, worauf es wirklich ankommt. Lernen, worauf es ankommt. Das natürlich auch vor dem Hintergrund der Zeit, die wir hinter uns haben und in der wir auch noch drinstecken. All die neuen Dinge, die wir erlebt haben, all das, was uns irritiert hat, wo wir vielleicht noch mal deutlicher darauf gekommen sind, zu überlegen, worauf kommt es jetzt wirklich an, wenn das, was uns Sicherheit gegeben hat, was die Routine des Lebens war, auf einmal wegbricht. Bevor wir weiter in den Text gehen und auch in den Philipperbrief, möchte ich euch am Anfang noch ein ganz tolles kleines Buch empfehlen von John Lennox. Manche kennen ihn, ein Mathematikprofessor und einer, der auch theologisch unterwegs ist. Er hat ein kleines Taschenbuch zu dieser Zeit geschrieben, Wo ist Gott in dieser Welt? Und was ist mit Covid-19? Also beides, nicht nur auf diese besondere Zeit bezogen, sondern auch einfach nochmal deutlich gemacht, was ist mit Gott in dieser Welt? Das ist ein hervorragendes kleines Buch, man braucht so 1,5 Stunden zum Lesen. Und ich möchte es euch sehr empfehlen, ihr findet es am Büchertisch in dem linken Regal dort an der Wand. Könnt ihr euch das mitnehmen und das Geld hinterlegen. Herzliche Empfehlung. Wir steigen ein und lesen noch einmal den Text, der uns den Ausgang sozusagen gegeben hat aus dem Philipperbrief. Ich gebe so ein paar kurze Erinnerungen an den letzten Sonntag, damit wir den Anschluss bekommen, und dann machen wir weiter in den zweiten Teil. Der Text aus Philipper 1, Vers 9 bis 11 lautet: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus bewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir haben festgestellt, dass hier drei wichtige Schritte genannt werden. Das erste ist die Liebe, um die Paulus betet für die Philipper, und die Liebe soll wachsen und sie soll überfließen zu Gott und zu den Menschen, bedingungslos, wie Gottes Liebe ist, hingegeben, nicht berechnend. Also nicht nur Sympathie und nett sein, sondern sie führt weiter zu dem Nächsten, nämlich zu Erkenntnis und Einsicht, so ähnlich wie wir es eben auch in dem Satz aus dem Epheserbrief hatten. Und das bedeutet, Durchblick zu haben. Verständnis von unserer Zeit und auch, wie dieses Wort bedeutet, eine empfindsame Wahrnehmung von dem, was passiert. Nicht nur sozusagen innerweltlich, sondern in dem ganzen Programm auch dem der unsichtbaren Welt. Das Leben verstehen lernen als Christ. Und auf diesem Hintergrund der Liebe und dieser daraus wachsenden Erkenntnis und Einsicht können wir dann prüfen, worauf es ankommt. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen für unser Leben und lernen zu unterscheiden, einmal zwischen Gutem und Bösem natürlich, aber auch, das kommt in der Bibel immer wieder deutlich hervor, zwischen dem, was am besten ist und dem Mittelmäßigen. Auch das ist ungeheuer wichtig. Die erste Einsicht, die wir uns angeschaut hatten, war, es kommt nicht darauf an, dass unsere Vorhaben gelingen, sondern dass Gottes Wille geschieht. Das ist nicht immer einfach. Aber es geht um die Grundlage, die auch schon im Alten Testament in den Sprüchen zu finden ist. Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Oder wie Paul Gerhard in einem seiner berühmten Lieder, Befiehl du deine Wege, gesagt hat, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das ist keine Bedrohung, das ist ein Anlass zum Vertrauen und zur Geborgenheit. Und das führt uns zu Flexibilität und schützt uns vor Verbissenheit, Wut und Trotz, wenn die Dinge anders laufen, als wir dachten. Die zweite Einsicht, die wir uns bewusst gemacht haben, hieß, es kommt nicht auf menschliche Fähigkeiten an, sondern auf eine tiefe Liebe zu Jesus Christus. Jesus immer besser kennenlernen, immer besser verstehen lernen, wie er denkt, wie er fühlt, was er möchte. Darauf kommt es wirklich an.
Denn dann sind wir Gott selbst wirklich nahe. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, im Angesicht von Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Grund, warum wir nah an ihm dranbleiben wollen. Und warum es darum vor allen Dingen geht und nicht um unsere Fähigkeiten. Bevor wir jetzt weitermachen in die beiden neuen Einsichten von heute, möchte ich uns noch etwas Grundsätzliches deutlich machen, was uns helfen kann, das besser mit nach Hause zu nehmen. Also ich hoffe, so eine Art Henkel dran zu machen an die Predigt, dass wir sie besser mitnehmen können. Ihr seht schon, ich habe hier, oder Andreas hat hier zwei Stühle hingestellt. Und ich möchte die jetzt so ein bisschen unterschiedlich dekorieren, ja, oder ausstellen. Also das hier, das soll sozusagen die fromme Welt sein oder die, das, was uns im Christlichen beschäftigt. Ihr seht hier ein Gottes Wort, ihr seht das Kreuz, das Zentrum unseres Glaubens mit der Auferstehung. Das ist sozusagen das Fromme, meinetwegen der Gottesdienst, das, was sonntags läuft oder im Hauskreis. Oder auch das, was in der Bibel steht. Manchmal denken wir auch das, was früher war, was bei den Aposteln so war. Und manchmal ist es so, dass tief in uns drin so ein Denken verwurzelt ist, was uns gar nicht so richtig klar ist, aber was wir letztlich leben, dass wir genau das denken, was wir auch jetzt heute Morgen hören, was wir sonntags hören. Das ist so das Biblische, das Fromme, das Christliche, das, was früher passiert ist, was früher galt, aber das hat eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun, mit meiner Welt, mit heute, mit dem 21. Jahrhundert. Da sind Welten dazwischen. Da ist ein ziemlicher Abstand. Sonntags sind wir hier, hören tolle Sachen oder in unserer Bibellesezeit oder im Hauskreis oder auf Konferenzen. Aber unser Alltag wird kaum davon wirklich angerührt. Ist zu weit weg. Weil wir denken, das, was die Bibel sagt, was Gott uns sagt, das kann nicht wirklich heute noch gelten. Das kann nicht heute noch relevant sein. Und ich möchte euch heute einladen, dass wir auch bei dem, was wir uns anschauen, nicht nur lernen, worauf es ankommt, sondern dass wir auch lernen, dass diese beiden Welten zusammenkommen. Dass deine Welt, dein Alltag wirklich in Gottes Wort, in der Botschaft des Evangeliums, in dem, was Gott sagt, eingewoben ist. So perfekt, wie wir es jetzt hier sehen, wird es erst im Himmel sein, dass nichts mehr getrennt ist. Vielleicht kommen wir so nah dran oder so nah dran oder so nah dran. Das ist bei jedem verschieden und das ist ja auch ein Prozess bei jedem von uns. Aber das Ziel ist, dass wir da wirklich keine Unterschiede mehr machen. Dass wir nicht sagen, ja, das war damals, als Jesus auf der Erde war und seine Leute haben davon gesprochen, aber ich erlebe das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das für mich gilt. Und das führt dann auch dazu, je mehr wir diesen Abstand haben, dass wir zwar alles hören und auch zuhören, aber es nicht wirklich auf uns beziehen. Wenn wir das tun, dann hilft uns das wirklich zu lernen, worauf es ankommt. Und da wollen wir jetzt weitergehen und uns die dritte Einsicht anschauen, die im Philipperbrief betont wird, die Paulus dort formuliert und die uns sehr stark weiterhelfen kann in unserer Zeit heute. Diese dritte Einsicht heißt, es kommt nicht auf unser irdisches Wohl an, sondern auf unsere zukünftige Staatsbürgerschaft. Den Text dazu finden wir in Kapitel 3 vom Philipperbrief, die Verse 17 bis 21. Ich lese uns das mal vor. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen wiederholen muss.
Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott. Und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an irdische Dinge. Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Worauf kommt es also an, wenn wir diesen Text ernst nehmen, wenn wir ihn sacken lassen und unser Leben übernehmen? Auf den erweiterten Horizont. Dieser eine Satz, der so prägnant war in diesem Text: Sie denken nur an irdische Dinge. Ich erwähnte letzten Sonntag einen Neurologen, der von dieser Zeit, von den letzten Monaten gesagt hat, dass die Gesellschaft eine abgeschlossene Diesseitigkeit geoffenbart hat. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Ja. Das heißt, dass man nur in der Diesseitigkeit denkt und auch die Probleme, die wir haben und hatten, nur mit der Diesseitigkeit oder in der Diesseitigkeit lösen will. In einem Interview mit einem Philosophen sagt dieser: Das Virus konfrontiert uns mit der Frage nach dem Tod. Wir glauben, dass der technologische Fortschritt den Tod wird besiegen können. Tatsächlich kann er aber nur hinausgezögert werden. Heute erwartet man von Politikern, dass sie den Tod unterbinden. Das ist, denke ich, eine wesentliche Erkenntnis auch für viele Konflikte, mit denen wir ja auch zu tun haben in diesen Tagen. Die Gesellschaft, die Welt um uns herum hat verlernt, den Tod mit einzubeziehen. Und wir sind ja auf sehr gutem Wege, dass auch der Tod in die Macht des Menschen gelegt wird. Stichwort Euthanasie, Stichwort selbstbestimmtes Sterben und diese Themen. Nichts soll in Gottes Hand bleiben. Und um das alles zu erreichen, boomen die Versicherungen, wir suchen nach technischen Absicherungen oder nach immer noch neuen medizinischen Möglichkeiten, um den Tod hinauszuzögern, mit der Hoffnung, dass es irgendwann wirklich einen Weg gibt, ihn zu umgehen. Wenn wir jetzt aber unser neues, unser zukünftiges, unser himmlisches Bürgerrecht ernst nehmen, wie der Text es sagt, wir aber haben unser Bürgerrecht im Himmel, heißt das dann, dass es eine Jenseitsvertröstung ist, wie oft gesagt wird? Bedeutet es eine Weltvergessenheit? Sind wir, die wir das ernst nehmen, dann Menschen, denen die Welt egal ist, die nur noch auf den Himmel zuleben und alles hier vergessen und sich auch nicht mehr kümmern? Ist das wirklich so, wie es manchmal vorgeworfen wird? Als ich darüber nachdachte und als ich den Text las und die ersten Christen angeschaut habe und das Neue Testament und die Gemeinde, wo sie lebendig ist, da muss ich sagen, nein, gerade nicht. Wenn wir dieses himmlische Bürgerrecht ernst nehmen, wenn wir wirklich unterwegs sind zum Himmel, dann leben wir hier auf der Erde und wir sind Leute, die eben nicht narzisstisch leben, die nicht nur an sich selber denken, die nicht nur ihr eigenes Pfund in Sicherheit bringen wollen, weil es eng wird, wenn die Krise kommt. Weil sie ja nur dieses Leben haben. Sondern wir können in der Freiheit dieses geschenkten Bürgerrechts liebevoll und hilfsbereit sein. Wir können in der Freiheit dieser Hoffnung, dass dieses Leben nicht das Letzte ist und alles ist, können wir uns dem anderen zuwenden. Wir können sogar uns für ihn in Gefahr begeben. Es ist interessant, dass von den ersten drei Jahrhunderten der Gemeinde von Jesus
gesagt wird, dass sie ein Evangelium der Liebe und der Hilfeleistung hatten für die Menschen. Und dass das ein Grund war, warum die Gemeinde so enorm gewachsen ist. Über den ganzen damalig bekannten zivilisierten Raum, vor allen Dingen das Römische Reich und ein bisschen darüber hinaus. Ein Evangelium der Liebe und der Hilfeleistung, der menschlichen Zuwendung. Das ist nur möglich, wenn wir wissen, worauf es ankommt. Wenn wir irdisches Wohl und Gesundheit am richtigen Platz haben. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das ist ja auch das, was wir immer hören in diesen Tagen. Oder vor der Krise war es der lapidare Spruch zum Geburtstag, Hauptsache gesund. Ne? Ja? Gesundheit ist, wenn wir als Christen leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, nicht das Wichtigste, sondern Gott zu dienen und ihn zu ehren und das irdische Wohl und Gesundheit in die richtige Stelle zu stellen. Diese Themen, irdisches Wohl, Geld und Besitz, Reichtum und Vermögen, sind bei Jesus ein Riesenthema. Manche von euch kennen diese recht bekannten Aussagen aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt, wo er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, da wo das ist, was dir wirklich wichtig ist, dafür lebst du auch mit allem, was du hast. An dieser Stelle mal grundsätzlich der kurze Einschub. Im Neuen Testament in der Bibel gibt es keine pauschale Verdammung von Reichtum oder den Reichen. Das muss man an der Stelle einfach auch mal sagen. Ja. Es geht hier um, wie man heute sagt, den Fokus des Sammelns, dieser Intention, unbedingt zu sammeln. Ja. Im Timotheusbrief heißt es mal, sagt denen, die mit aller Gewalt reich werden wollen, dass das kein Weg ist. Dass es ins Verderben letztlich oft führt. Also das ist der Punkt und nicht, dass Reiche grundsätzlich böse sind oder der Reichtum. Jesus macht hier deutlich, es ist also Wohlstand, Wohl, irdisches Wohl, Reichtum, gutes Auskommen ist in keiner Weise geeignet, Hoffnung und Sicherheit zu geben, wirklich. Und jetzt sind wir wieder bei so einem Satz, wo das schwierig wird hier mit den zwei Welten, ja. Hört sich ja gut an, ne? Oh, Geld ist keine Sicherheit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Geld schon eine Sicherheit. Wir waren so in unserer Laufbahn als Familie öfter in der Situation, dass es schon ohne große Rücklagen ging und man immer so am Abgrund entlang schlitterte sozusagen finanziell. Gefühlt. Und dann war es schon eine schöne Sicherheit, wenn auf einmal irgendwoher eine größere Summe kam und man einfach mal durchatmen konnte. Wir haben das als Geschenk von Gott angenommen, aber ich habe gemerkt, dass es schon eine Sicherheit gibt. Deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen und ehrlich sein, wenn wir mit dieser Frage umgehen. Auch später im Neuen Testament wird diese Linie konsequent fortgeführt. Im Jakobusbrief, da greift er Jakobus das im 5. Kapitel auf und warnt die, die viel mehr haben, als sie brauchen, diese Mittel zusammen mit Gott zu verwalten. Er schreibt dort zu den Reichen, euer Reichtum verkommt und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Das waren damals Geldanlagen, kostbare Kleider. Euer Gold und Silber ist so wertlos wie verrostetes Eisen. All das wird euch anklagen. Ihr selbst werdet vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch so kurz vor dem Ende dieser Welt nur darum gekümmert, euren Reichtum zu vermehren? Hier haben wir auch wieder diesen Punkt.
Es geht um diese Fokussierung, ja. Es geht um diese Konzentration, nichts anderes zählt, reich werden, mehr Geld und noch mehr arbeiten und noch mehr Geld und noch mehr absichern und noch ein Haus kaufen und noch mehr Rentenabsicherung. Das ist der Punkt. Und nicht, dass wir einfach das genießen, was Gott uns schenkt. Viele Christen haben eine gute Ausbildung, haben einen guten Verdienst und können es, Gott sei Dank, in sein Reich investieren. Aber unser menschliches Bedürfnis ist zunächst mal ein anderes. Wir wollen uns absichern. So wie dieser Typ hier in den Rettungsbooten. Nicht nur eins, sondern noch eins und dann auch noch eins für das eine. Ja, das ist so unser Empfinden und unser Wunsch, vor allen Dingen, wenn wir weit weg von Gott sind. Dann müssen wir uns ja selber kümmern. Dann zählt das ja nicht, was Jesus sagt, dass der Vater die Lilien auf dem Feld versorgt und die Spatzen. Ja, und wenn wir weit weg von Gott sind, ja, dann müssen wir uns selber kümmern. Und dann wird es stressig. Und wir verlieren den Fokus auf das, worauf es wirklich ankommt. Worauf kommt es aber jetzt an? Zunächst einmal, wie ich es angedeutet habe, um wirklich ehrlich zu sein. Nicht so zu tun, als hätte man als Christ mit diesen ganzen Sachen nichts mehr zu tun. Und hätten wir das alles in der Tasche. Geld und Reichtum vermittelt Sicherheit und es ist ein Stück Arbeit, seine Sicherheit trotzdem in Gott zu suchen. Denkt an die Christen im Hebräerbrief, von denen gesagt wird, sie hatten alles verloren. Ihre Häuser wurden in Brand gesteckt oder wie auch immer. Sie haben alles verloren und trotzdem fröhlich Gott gelobt. Der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, sagt Hiob. Das ist eine gesunde Distanz zu dem, was Gott uns schenkt in unserem Leben. Bei der Tatsache, dass wir eigentlich alle im Weltmaßstab reich sind und etliche auch hier in diesem Land reich sind, was hilft uns da? Was ist das, worauf es ankommt, um das noch mehr zu unterstreichen, was wir im Philipperbrief gelesen haben? Paulus schreibt da mal an Timotheus sehr wichtige und zentrale Aussagen. Er sagt, ermahne die oder ermutige die, das Wort bedeutet beides, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen. Und wir dürfen es genießen. Sie, die Reichen, sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Das ist sehr konkret und sehr praktisch. Nicht die Hoffnung draufsetzen, aber es einsetzen, es gebrauchen, großzügig sein. Warum? Weil es Gottes Art widerspiegelt. Oder erlebst du, dass Gott dir ständig nur knauserig das aller Notwendigste gibt, was du vielleicht brauchst? Gott ist großzügig und so können wir es auch sein. Und das macht wieder deutlich, was wir vorhin schon angeschnitten haben. Es geht nicht um diese Weltvergessenheit, es geht nicht um Jenseitsvertröstung, sondern als Kinder vom himmlischen Vater sind wir befreit, nicht in diesem System dieser Welt festzuhängen, in dem Wahn, alles absichern zu müssen, in dem Wahn immer noch mehr und immer noch Wachstum und immer noch mehr verdienen und immer noch mehr arbeiten und immer noch mehr horten für mich selbst. Wir sind befreit, nicht an den äußeren Dingen zu kleben, sondern sie großzügig weiterzugeben. Wenn wir so leben, können wir gerade heute ein echter Orientierungspunkt werden. Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennen das manche von euch, obwohl von hier fahren, glaube ich, nicht ganz so viele nach Holland in Urlaub. Das ist in Westkapelle in Zeeland. War da schon mal jemand?
habe ich mir fast gedacht. Von Düsseldorf aus ist das halt nur 3 Stunden, wie hier zur Ostsee ungefähr. Und das eine, dieser Turm hat eine besondere Geschichte. Das ist ein Kirchturm mit einem Leuchtfeuer obendrauf. Besser geht's nicht, oder? Diese alte Kirche wurde vor etlichen 100 Jahren gebaut und ist dann aus verschiedenen Gründen zerstört worden, bis auf den Turm. Und Westkapelle liegt in einer Senke. Man kann, ja, in Holland kann man immer weit gucken, aber da kann man eben auch weit gucken. Ja. Und dieser Turm ragt wirklich aus allem heraus, ist von ganz weit draußen auf dem Wasser auch zu sehen. Und so ist dieser Kirchturm zum Leuchtturm geworden. Ja. Darum geht es eigentlich. Wenn du so lebst, wenn du dein irdisches Wohl richtig platzierst, dann kannst du in unserer Welt so ein Leuchtturm sein. Dass die Leute merken, der hängt nicht an seinen Sachen. Dem ist das nicht alles, der ist nicht verzweifelt, sondern er kann weitergeben. Was heißt das jetzt? Ich habe ein Beispiel, was mich sehr bewegt hat. Das war eine kleine Gemeinde in Berlin. Klein heißt nicht nur klein, sondern auch alt. Also Durchschnittsalter jenseits, keine Ahnung, 75 oder so. Das Gebäude natürlich auch jetzt nicht die letzten 20 Jahre unbedingt renoviert. Aber sie haben sich entschlossen, jemanden einzuladen. Johannes Reimer, manche kennen den. Und den Menschen das Evangelium zu sagen. Und Johannes Reimer ist ja nicht einer, der mit wenigen zufrieden ist. Und es ist tatsächlich passiert, dass eine ganze Horde junger Menschen, die nicht so ganz aus dem frommen Spektrum kamen, Jesus gefunden haben. Und dann standen diese alten, erfahrenen Christen und diese jungen Hippies da, standen sie da zusammen und überlegten, was machen wir denn jetzt? Wir können doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber wir, sagten die Alten, das ist so alles so unterschiedlich, wir schaffen das auf Dauer auch nicht, die weiter zu begleiten, wir sind eh bald weg. Und dann haben tatsächlich, wie das in Berlin so ist, dass manche entweder sogar ein Haus haben oder eine riesengroße Wohnung, dann haben sich etliche verkleinert, haben das verkauft, das Kleinhaus besorgt und von all dem Geld, was sie dann hatten, haben sie einen angestellt, der sich gekümmert hat, haben das Haus renoviert und die Gemeinde ist geblüht. Ja. Das kann man aber nur, wenn man nicht an Geld hängt. Und das ist nicht so ohne. Auch bei Christen. Wie viele Christen können nicht im Alter abgeben? Wollen nicht ihren Hausstand reduzieren? Wollen nicht wirklich überlegen, jetzt ist es doch mal dran, einfach den ganzen Proddel irgendwie loszuwerden, bevor ich sterbe, damit sie die Kinder nicht am Hals haben. Oder sich vielleicht mal zu verkleinern, damit Gottes Reich gebaut wird. Wie viele Erbstreitigkeiten gibt es unter Christen? Das glaubt ihr gar nicht. Die vor Gericht ziehen. Das, was im Korintherbrief gesagt wird, das geht ja gar nicht. Die vor ein weltliches Gericht ziehen 2 Christen aus einer Familie, um sich um das Erbe zu streiten. Das zeigt uns, dass das manchmal tatsächlich so ist. Die sitzen im Gottesdienst sonntags und hören sich alles an, aber im Leben meilenweit entfernt. Aber es geht darum, dass unser Leben wirklich hier hinkommt und wir uns von Gott sagen lassen, was unser Wohlstand, wo unser Besitz und wie wir das einsetzen können. Darum mache ich den Mut, einfach wirklich mal zu überlegen, wo du dich trennen kannst, wo du neue Prioritäten setzen kannst. Das geht nur, wenn wir zwischen Erde und Jenseits, zwischen sichtbar und unsichtbar wirklich unterscheiden können. Denn bei Gott sind oft ganz andere Dinge wichtig als bei uns. Und jetzt die 4. und letzte Einsicht. Es kommt nicht auf unser Sorgen an, sondern auf das Gebet. Der Text aus Kapitel 4, Vers 6 und 7. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. 2 große Themen oder Worte springen uns hier an. Das erste Wort ist Sorgen. Immer wieder gern genommen, altbekannt. Ja?
Sorgen. Wenn wir in Ruhe überlegen, ohne uns Sorgen zu machen, dann wissen wir, Sorgen führen eigentlich in die Selbstzentrierung. Sorgen führen in diese immer wiederkehrenden Filmsequenzen. Kennt ihr das? Wenn ihr euch Sorgen macht, dass man immer wieder die gleichen Sachen überlegt, was passiert jetzt, wenn und wie wäre es und was, wenn das so käme und ach du liebe Zeit, ja. Man zersorgt sich. Man landet oft im Selbstmitleid. Man hat dann oft ein Zerrbild von der Wirklichkeit, weil man sich nur noch Sorgen macht. Jesus sagt sehr treffend in der Bergpredigt, mit Sorgen kannst du dein Leben nicht einen einzigen Tag verlängern. Und auch nicht nur eine Stunde. Das ist der Realismus von Jesus. Und das ist eigentlich auch logisch, wenn wir in Ruhe darüber nachdenken. Aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass wir das dann auch tun. Ein Grund dafür könnte sein, dass wir im 1. Petrusbrief lesen, demütigt euch vor Gott, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, wenn ich meine Sorgen bei Gott ablade, dann ist das ein Demutsakt. Das heißt, was bedeutet es dann, Sorgen abzuladen? Es bedeutet, dass ich etwas aus der Hand gebe, dass ich es nicht mehr im Griff habe. Und viele Menschen wollen nicht weg von ihren Sorgen, weil sie es lieber selber im Griff behalten wollen. Aber es gibt eben diesen Ausweg. Und der wird uns hier auch gesagt, das ist der zweite Bereich, das Gebet. Und er sagt hier noch konkreter mit Gebet, mit Dank und Bitte. Und das wieder zeigt uns, es ist ein breites Feld, eine Interaktion. Aber es geht ja nicht darum, dass du jetzt Gott informierst über das, was dich bewegt. Dass er also gar keine Ahnung hat und du kommst jetzt und sagst ihm erstmal, was Sache ist und was überhaupt los ist. Und Gott sagt dann, ach, ehrlich? Ja, ist ja ein Ding. Ja, das hätte ich ja nie gedacht. Ja, wenn du doch mal früher was gesagt hättest, hätte ich doch schon mal was tun können. Ist ja unglaublich. Können wir uns das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Jesus sagt, Gott weiß um deine Bedürfnisse, bevor du ihn bittest. Ja, warum muss ich denn dann beten? Gute Frage. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, weil es eben nicht darum geht, nur Gott zu informieren und irgendwie unsere Sachen listenmäßig loszuwerden, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, dass ich die Dinge mit Gott zusammen wälze und durchgehe und erleide und auch mich darüber freue, wo er gewirkt hat. Und hier merken wir, sind wir bei einem ähnlichen Gedanken wie bei Einsicht 2, dass es bei der Liebe zu Jesus um Beziehung geht. Und dass wir da unterschiedlich aufgestellt sind, wie wir groß geworden sind, was für Erfahrungen wir gemacht haben mit Vertrauen, mit Beziehung, mit Reden, an die Männer unter uns vor allen Dingen. Ja. Wir reden ja oft nicht so gerne über Sachen, so natürlich. Aber Gott möchte mit uns im Gespräch sein. Deswegen haben wir vielleicht gerade als Männer auch manchmal so Probleme mit diesen Gebetszeiten und diesem persönlichen Gebet. Aber es ist ein Weg, auch zum Frieden zu kommen, wie der Text uns ja sagt. Diesen Frieden zu erleben, weil wir merken, Gott kümmert sich und Gott sieht mich. Er sieht meine Situation. Ich hörte neulich einen sehr interessanten Gedanken, der hat mich echt geflasht. Es war ein amerikanischer Comedian, der aber auch predigt und entsprechend immer wieder mit solchen Aha-Erlebnissen. Und der sagte dann, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, aber nicht das Ende. Am Ende steht die Liebe Gottes. Das heißt, natürlich gehört es dazu, in Ehrfurcht vor Gott zu kommen. Aber die Furcht, die Angst vor Gott, mag am Anfang stehen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, aber am Ende steht die Liebe, diese Beziehung zu Gott, die ungetrübt ist, oder wie Johannes in 1. Johannes 4 sagt, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das ist das Ziel. Und je mehr wir dahin kommen, das wird unser Gebetsleben einfach verändern. Vielleicht sogar revolutionieren. Dann kann Beten immer weniger ein Abtelefonieren unserer Sorgenlisten sein, sondern ein liebevolles Miteinander mit Gott.
ein sich vergewissern, dass er für mich ist und hinter mir steht, trotz dem ganzen Schlamassel, in dem ich gerade stecke. Darauf kommt es wirklich an, dass wir in solches Gebetsleben hineinfinden. Und noch einmal, es ist ein Prozess. Es ist, fällt uns nicht vom Himmel. Ihm, Gott, ist es wichtig, dass wir uns nicht zersorgen, sondern uns bei ihm vertrauensvoll bergen und Frieden erleben. Dieses Bild von Balach, diese Plastik, die bringt es sehr deutlich zum Ausdruck, sehr schön zum Ausdruck, in Gottes Hand geborgen zu sein. Bei ihm sich bergen zu können, wie in Psalmen es auch immer wieder gesagt wird. Und das heißt, die Beziehung lebendig zu erhalten und zu pflegen. Durch ein Gebet, was nicht abtelefoniert, sondern was immer mehr in diese persönliche, liebevolle Beziehung hineinkommt. Dann den Frieden genießen kann, weil wir loslassen, weil wir uns vor Gott beugen können und ihm Dinge überlassen können. Wir wollen jetzt ein wunderbares Lied miteinander singen, wo deutlich wird, dass Gott uns durch und durch kennt und mit uns unterwegs ist. Und ich lade euch ein, während diesem Lied zu überlegen, wo ihr diese beiden Welten zusammenbringen könnt. Wo ihr merkt, da ist was noch weit auseinander und was sind Schritte, dass ich wirklich dem irdischen Wohl den richtigen Platz gebe. Reichtum und Gesundheit, um mit Gott zusammen den Menschen zu dienen. Oder wo ist es wichtig, dass ich das Sorgenkarussell anhalte und mich vor Gott demütige und sage, Herr, ich schaffe es nicht. Nimm diese Situation, bitte tu etwas oder tu mit mir etwas, aber verändere irgendwie diesen Schlamassel. Und dann einfach diesen Frieden zu erleben, mitten im Chaos, Frieden, der Menschen Mögliches übersteigt. Dazu lade ich euch jetzt ein während diesem Lied und danach wird Andreas noch für euch beten. Amen.